Lass den Unfug. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du für oder gegen die Gesetze? Gesetze? Du kennst unsere Gesetze nicht? Interessant. Wieso fragst du mich nach den Gesetzen? Naja, du gehörst nicht zu uns. Und da wundert es mich nicht, dass du unsere Gesetze nicht kennst. Pass auf, ich muss dich um einen Gefallen bitten. Du als Außenstehender kannst mir da hoffentlich weiterhelfen. Wer bist du? Mein Name ist Ornir. Ich gehöre zu den Werkern hier. Wir zerlegen Schrott, extrahieren das Elex aus den Maschinen und schmeißen den Rest dann in den Schlund. Wir sind die Einzigen hier, die sich wirklich mit diesem verfluchten Zeug auseinandersetzen müssen. Hätte der Scheißmeteor doch niemals das Elex mitgebracht. Es gäbe keinen Krieg, wir hätten nichts, worum wir kämpfen müssten. Und so etwas wie emotionslose Menschen wäre niemals entstanden. Naja, es ist müßig, darüber nachzudenken. Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Wobei soll ich dir helfen? Ich glaube, ich habe von hier oben jemanden unterhalb des Schlundes gesehen. Sah aus wie einer dieser verdammten Outlaws. Wenn es wirklich einer ist, dann muss er verschwinden. Warum kümmerst du dich nicht selbst um ihn? Ich kann nicht. Ich darf hier nicht weg. Angrim hat mich sowieso schon im Blick. Wenn er sieht, wie ich mich nachts mit einem Outlaw vor der Stadt treffe, dann bin ich tot. Oder werde in den Wald verbannt, was ungefähr das Gleiche bedeutet. Sollen sich doch die Wachen darum kümmern. Ach, die glauben mir nicht. Sagen, ich hätte Hirngespinste. Was genau soll ich machen? Töte ihn. Am besten aus der Ferne. Ich bin mir sicher, dass er etwas im Schilde führt. Ich kümmere mich um den Outlaw. Sehr gut. Ich hatte gehofft, dass du das sagen würdest. Ich habe ihn direkt unterhalb des Schlundes, dort, wo wir unseren ganzen Metallschrott hinschmeißen, gesehen. Analyse. Systemfehler. Crony! Hier hast du dich also versteckt. Hattest du nicht den Befehl, an meiner Seite zu bleiben? Analyse. Absturz. Commander. Überlebenswahrscheinlichkeit 8%. Gut zu wissen, dass wir beides geschafft haben. Immerhin haben sie dich noch nicht auseinandergenommen. Da sich der Plan geändert hat, könnte ich gut Unterstützung gebrauchen. Systemfehler. Technische Störung. Was ist das Problem? Analyse. Waffensystemausfall. Steuerungssystem defekt. Was ist mit deiner Wiederherstellungssequenz? Kannst du den Fehler beheben? Analyse. Negativ. Befehl unzulässig. Reparatur nicht ausführbar. Ist offenbar etwas komplizierter. Statusbericht über unsere letzten Missionsziele. Primärziel, Lokalisierung und Sicherstellung von Thorald, oberster Anführer der Berserker. Gescheitert. Primärziel, Sicherstellung von Daten zum Umkehrungsprozess reinen Elex in Mana. Gescheitert. Sekundärziel, Edan nach Schwachstellen in der Berserkerabwehr auszukundschaften. Gescheitert. Tja, war ein voller Erfolg, was? Negativ. Warum hast du dich von der Absturzstelle entfernt? Analyse erbrachte geringe Überlebenswahrscheinlichkeit des Commanders.
Versuch wurde gestartet, die Missionsziele zu vollenden oder zurück zur Basis zu gelangen. Systemfehler. Dann wirst du auch nicht viel von meiner Exekution mitbekommen haben. Analyse. Negativ. Exekution sind Standardverfahren der Alps bei gescheiterten Missionen. Versagen wird nicht geduldet. Es schwächt das Kollektiv und ist wieder der Direktive. Ist mir bekannt. Exekutionen enden aber üblicherweise mit dem Tod des Delinquenten. Ja, ich schätze, ich hatte wohl noch einmal Glück. Am besten, ich starte dein Wartungsprotokoll. Dieser Ort ist nicht sicher, also geh jedem aus dem Weg und begib dich zur geschützten Reparaturstation in Nord-Abessa. Commander, Protokoll A73, Reparaturstation Nord-Abessa. Positiv. Jawohl, Sir. Alles klar. Wir sehen uns später in Abessa. Hast du wohl ab? Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich an nicht mehr viel erinnern. Er hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Die Nebelkrähen beobachten dich. Die Nebelkrähen beobachten dich. Technik. Pah.
So, und was ist dein Verbrechen? Was? Ich bin Warlord Ragnar, Schirmherr dieser Berserker-Siedlung, solange Meister Thorald auf Pilgerreise ist. Wer ein Verbrechen begangen hat, muss sich vor mir verantworten. Außerdem haben Abgesandte anderer Gemeinschaften bei mir vorzusprechen. Also bist du ein Abgesandter oder warum bist du hier? Sprich! Ich bin ein Niemand. So, so. Du hast aber Schneid genug, hier einfach hereinzuspazieren. Also entweder bist du verwirrt, verdammt mutig oder einfach nur töricht. Also denk besser ganz genau darüber nach, was du als nächstes antwortest. Nochmal, was genau willst du hier? Ich brauche euren Schutz. Tja, Edan ist ungastlich geworden in den letzten Monaten. Aber wir sind hier kein Flüchtlingslager. Jeder, der den Schutz von Goliath in Anspruch nimmt, wird seinen Beitrag leisten. Wenn du also hier geduldet werden willst, dann hast du dich an meine Regeln zu halten. Diese Regeln sind ganz einfach. Wenn du der Gemeinschaft der Berserker schadest, wirst du dafür bezahlen. Wenn du der Gemeinschaft dienst, wirst du deinen gerechten Lohn dafür erhalten. Ich hoffe, wir verstehen uns. Denn wenn nicht, wirst du dich vor mir verantworten müssen. Ist das klar? Du bist der Boss. Ja, richtig. Je schneller du das kapierst, umso gesünder für dich. Alles andere wäre äußerst leichtsinnig von dir. Gibt es sonst noch etwas? Angenommen, ich unterstütze euch. Wovon ich ausgehe? Dann gibt es doch sicher etwas, das über die alltägliche Arbeit hinausgeht. Wie kommst du darauf, dass ich jemanden brauche, der mehr als nur das Übliche tut? Weil ich sehe, was hier los ist. Ist nicht zu übersehen, dass hier nicht alles rund läuft, nicht wahr? Das ist offensichtlich. Dann habe ich dich wohl unterschätzt. Einfältig bist du jedenfalls nicht. Gut. Na schön. Du sagst also, du kannst uns helfen. Ja. Dann beweise es. Jedes Mal, wenn ich meine Leute an ihre Pflichten erinnere, tun sie, was ich sage. Sobald ich ihnen aber den Rücken zukehre, scheren sie sich einen Dreck darum. Ich will, dass wieder Ordnung in der Stadt herrscht. Und solltest du wirklich vorhaben, dich ganz in unseren Dienst zu stellen, wirst du eine ganz spezielle Aufgabe von mir bekommen. Erledigst du alles zu meiner Zufriedenheit, hast du mein Vertrauen. Welche Neuigkeiten gibt es in Goliath? Goliath ist meine Stadt und ich habe hier das Sagen. Das sagtest du bereits. Du lässt dich nicht leicht einschüchtern. Keine schlechte Eigenschaft. Die meisten meiner Arbeiter bekommen es mit der Angst zu tun, wenn ich erstmal in Fahrt komme. Aber von meinen Berserkern erwarte ich, dass sie standhaft sind und niemals weichen. Du bist offenbar keine Ausnahme. Interessant. Wie auch immer, wende dich an Warlord Angrim. Er ist empfänglich für Intrigen, Gerüchte und Neuigkeiten. Wo finde ich Angrim? Erwartest du jetzt, dass ich dir eine Karte zeichne? Nein, ich will nur wissen, wo er ist. Such ihn im Viertel der Krieger, in der Nähe des Mana-Schreins. Dort solltest du ihn finden. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Weil du mir deine Unterstützung angeboten hast. Wenn du hier bist, um nur auf die Schnelle ein paar Splitter zu machen, wirst du niemals zum Berserker taugen. Also tu, was ich verlange, sonst wird dir unsere Gemeinschaft auf ewig verwehrt bleiben. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht.
Du musst mit mir mal raus, mal was anderes als Goliath sehen. Wie oft denn noch? Ich habe hier alle Hände voll zu tun. Ich verspreche dir, du wirst es nicht bereuen. Doch, das werde ich. Du bringst dich irgendwann noch selbst in Gefahr. Die Jagd nach Viechern...